Wunderschönen Mittag am Freitag. Ja, was soll ich sagen? Tisch ist leer, aber wie es schon ganz klar drin stand, jetzt zur Mittagspause, schnell, weil ich Bock habe. Dungeon Saga Origins ist gekommen und wir machen heute den zweiten Schritt. Was ist gekommen? Ich kann es mal kurz... Die Sachen, die ich zeigen kann, zeigen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich gar nicht so die Infrastruktur habe, um das alles so richtig vernünftig zu zeigen. Also es kam auf jeden Fall noch eine Merry Christmas Card. Romantic Team. Dankeschön dafür. Es hat ja hier ein bisschen länger gedauert, weil ich auf das Language Pack noch warten musste. Oh. Es gibt dann noch ein paar Gutscheine, aber das interessiert mich alles nicht. Dann kam... Da gucken wollte man nicht rein, das machen wir dann ein anderes Mal irgendwann mal. Die Ultimate Pledge Extras. Heute geht es uns hier um das Grundspiel. Seht jetzt schon, es ist ein bisschen... Und das Language Pack, das ist das hier. Das Language Pack und ihr seht schon, ihr seht nicht so viel. Weil tatsächlich habe ich gerade festgestellt, dass für so ein Unboxing meine Infrastruktur, die ich hier habe... tatsächlich ein wenig klein und beschränkt ist, aber ich habe halt auch nicht mehr Platz. Also wie gesagt, die Christmas Card, die klappt wunderbar. Wenn ich euch jetzt den Star des Ganzen auf den Tisch lege, ich habe jetzt nur die Folie abgenommen, ich habe noch nicht reingeschaut, dann werdet ihr gleich sehen, dass ihr relativ wenig seht. So, ja, da ist halt auch nicht viel Spielraum mehr hier machbar. Also weiter raus, ja, jetzt seht ihr mal meine schicke Hose. Viel Spielraum weiter raus ist dann an dieser Stelle auch gar nicht. Und da müssen wir dann einfach mal schauen, dass wir das Ganze ein wenig anders hier auf die Art Reihe hinbekommen. Aber wird. Ich mache das jetzt mal auf. Wir gucken zusammen rein und dann erzähle ich ein bisschen was dazu, was ich mir so denke. Und die Box ist ganz schön tief. Und auch irgendwie ganz schön siffig und auch nicht in Ordnung, aber wenn ich jetzt wieder pingelig wäre, würde ich sagen, ich brauche eine neue Box, weil da hat was abgefärbt. Boah. Also wir machen so, ich stelle das mal runter und dann hole ich mal ein bisschen hoch und zeige, was ich so gegriffen habe. Boah. So, was haben wir zu oberst? Zu oberst haben wir so Stanzteilchen für Kram und natürlich mehr Werbung für die Terrain Crates von Mantic und natürlich für Kings of War. Ja, Kings of War allgegenwärtig natürlich und was soll ich sagen? Mein liebstes Fantasy-Spiel im Rank-and-File-Bereich. Rank-and-Flank, Rank-and-File. Dann haben wir hier einen Quick-Start-Guide. Wahrscheinlich alles an Regeln, was man auf die Schnelle braucht. Wunderbar, kann man immer gut gebrauchen. So. Dann geht's los. Wir haben einen Sortierkasten für Karten, würde ich sagen. Noch leer, müssen also noch rein. Jetzt kommen wir doch zu den interessanten Geschichten. Wir haben einen Sortierkasten für Miniaturen. Ich würde mal sagen, Gegner. Was haben wir hier? Wir haben hier so den Hartplastik in einem Guss alles, nichts zum Bauen. Wir haben hier so einen... Ich würde ihn als Renovant bezeichnen. Dreimal. Ja, ich würde da reinpacken, ohne was kaputt zu machen. Dann haben wir hier... Goblin mit großer Keule. Dreimal. Wir haben so einen... Sind meine Finger zu wurstig? Wir machen es mal so. Wir haben auf jeden Fall drei Chaos-Zwerge hier oben. Dann nochmal ein Goblin mit Keule und Schwert. Skelett mit Axt und Schild. Skelett-Bogenschützen. Das würde ich alles als Zombies bezeichnen. Gobbos mit Zweihandwaffen. Gobbos mit Speeren. Skelett in Kampfpose. Die sehen cool aus mit diesem Umhang. Dann haben wir Fleabags, diese Wölfe sollen das wahrscheinlich sein, Goblin-Bogenschützen, Goblin mit Bihandschwertern und sowas wie Gespenster.
in diesem Bogen. Dann. Der ist ja nicht richtig drin, der Bursche, deswegen. Haben wir die nächste Kiste. Und da haben wir natürlich noch mehr Zeug. Was haben wir hier? Wir haben Gobos mit Bomben. Mehr Dunkelzwerge. Das sieht aus wie die Twilight King. Noch mehr Dunkelzwerge. Twilight King, Dunkelzwerge. Das könnten Helden sein. Wir haben hier einen Magier und was wie einen Barbaren. Ein Mönch, ein Zwergranger. Zwergkämpfer, ein Dieb, ein Bogenschützen, ein Paladin, Krieger und irgendwas anderes hier unten. Ja. Hier haben wir irgendwelche Dämonen mit Konstrukten auf dem Rücken und weitere Twilightkin drin. Sollte ich eigentlich nach oben packen, weil die brauche ich wahrscheinlich eh zuerst, aber ist egal. So, dann kommt als nächstes. Das ist, glaube ich, so ein Art Ding, so Bilder, die kann man sich halt rahmen oder auch so an die Wand tackern. Kriege die auf und kriege die hinterher wieder rein, ohne dass ich was versaue. Ich mag ja die Art in so Büchern, aber hinhängen, aus dem Alter bin ich raus und meine Frau wird mich wahrscheinlich doof angucken. Aber es ist sehr stabil auf jeden Fall. Gucken wir doch mal. Also wir haben hier klassisches Crawler-Bild. Dann haben wir hier einen, auch unsere Helden, wie sie sich mit Dunkelzwergen ein bisschen Dwarfs hauen. Die Twilightkin. Barbar gegen Goblins. Dahinter ist noch Magier und ein Ranger sind hier hinten noch. Und dann wäre das Standard-Artwork. Ich versuche es mal einzupacken. Wenn es nicht geht, dann geht es wieder so zurück in die Box. Ja, das hat das was zu befürchten, weil es geht nicht mehr rein. Dann geht es so in die Box. Passt schon. So, dann haben wir, das packe ich jetzt nicht aus, jede Menge Stanzbögen. Und hier hinten sind die Dungeon Tiles. Okay, so bauen die das zusammen. Alles klar. Das ist ja gut für mich zu wissen, weil ich möchte das Ganze ja, wenn es geht, irgendwann in 3D haben. Und dann muss ich ja mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache, ob ich die passenden Teile habe oder ob ich doch auf eine andere... Es gibt noch eine andere Lösung, die mir der Christian vorgeschlagen hat. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Nicht der Christian, ich kenne auch noch einen anderen Christian, so ist das nicht. So, was haben wir dann hier? Jede Menge und noch mehr jede Menge. So, wir haben hier Kampagnen. Endless Under Darkness Under Dür. Trial of Tyranny. Das Rulebook haben wir hier. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, weil ich die Kamera ein bisschen außer mal so. Das Licht können wir auch ausmachen, oder? Jawohl. Das Rulebook haben wir hier. Wir haben Mirrors of Malice hier. Wir haben die Daughters of Doom und auch noch Glimmer of Greed. Das sind die Kampagnen teilweise. Natürlich das Regelbuch. Abenteuer. So, wir machen das mal so. Wichtig natürlich die Regeln. Ja, gut bebildert, wie ihr seht. Beispiele sind drin. Alles auf Englisch. Aber ich habe ja das deutsche Language Pack. Das muss ich dann noch auseinander... Ne? Ich glaube, da sind die Karten noch mal drin, aber wir machen erstmal das hier auf. Was ich da mit dem englischen Kram mache, weiß ich auch noch nicht. Aber ich habe ja, wie gesagt, das Language Pack gekauft. Da haben wir hier nochmal einen Stanzbogen. Hatten wir den nicht gerade schon? Da sind noch mehr Stanzbögen. Erstmal so ein Filler. Macht's aber weiter. Dann haben wir weitere Stanzbögen. Sarkophage und ja, Särge. Mehr davon mit Markern und nochmal mehr davon wahrscheinlich für die verschiedenen Kampagnen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch länger nicht mehr informiert über das Thema. Ich bin froh, dass es da ist. Jetzt müssen wir noch das Ding hier unten rausholen. Und hier haben wir dann nochmal ein bisschen was. Hier haben wir dann zu einem. Das sind dann die Heldenkarten und Bosskarten sind das. Lebenspunkte, was sie können und. Oh, marmorierte Würfel. Das ist ja geil. Gefallen mir. Ich mag so marmorierte Würfel. Ich weiß nicht, ich habe meine
BAM TV Würfel sind ja auch marmoriert. Die nächsten, ich muss mal neu drucken, dass man Gelegenheit. Dann haben wir jetzt hier jede Menge Karten und ich denke auch da Einheiten, Gegnerkarten. Auch da werde ich dann wahrscheinlich das im Language Pack finden. Das muss ich mir dann mal alles in Ruhe angucken, natürlich. Ne? Jede Menge Karten, wie ihr seht, die hier wunderbar reinpassen. Und da haben wir natürlich die großen und die Boss-Kreaturen auch nochmal hier, die mit dabei waren. Ja, wir haben hier nochmal Dämonen, wir haben, das sind doch die Butcher müssten das sein, von den Twilight-Kinnen. Wir haben wahrscheinlich untote Trolle hier, ne, das ist glaube ich ein Butcher. Alles, was so ein bisschen größer ist, haben wir hier drin. Wunderbar, cool. Ich freue mich sehr, dass es da ist. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, weil das ist wirklich, ich habe mich sehr darauf gefreut. Die ersten kriegten schon wieder und dann wird man natürlich auch erstmal ein bisschen unruhiger und sagt sich dann, naja, ich habe ja genug zu malen. Jetzt warten wir erstmal in Ruhe ab. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Und so ist es ja im Endeffekt auch. Ich räume mal ein bisschen hier zusammen. Muss immer so ein bisschen auf die Uhr natürlich schielen, weil ich mache das jetzt hier gerade in der Mittagspause und so lange habe ich keine Mittagspause. Wie geht's nun weiter oder los überhaupt erstmal? Wir sind ja heute im zweiten Teil und ja, es wird losgehen in der Hinsicht, dass ich mir erstmal natürlich dann das... Ich lege mal den Quickstarter hier hin, da liegt so ein bisschen was hier auf dem unsortierten Tisch. Dass ich mir natürlich in erster Linie erstmal jetzt dann... das Language Pack wahrscheinlich heute Abend oder so auf der Couch zu Gemüte führen werde. Dann gucken, was ist da drin, ein bisschen durchsortieren werde. Und dann soll es so sein hier, dass ich mir sage, okay, alles klar, ich habe etwas vergessen einzupacken. Jawohl, geht aber auch so. Alles klar, das brauche ich fürs erste Szenario oder vielleicht ist es auch einfach das hier, das Quickstarter-Ding. Was brauche ich? Anscheinend brauche ich, um vielleicht das erstmal zu testen. Ich schaue mal, ob das hier schon so ein Startszenario ist. Und die Sachen, die hier dann drin wären, wären die ersten Sachen, die ich malen würde. Das heißt, durchsortieren, durchgucken, was brauche ich als erstes. Wenn das nicht das erste ist, sondern ein erstes Szenario vorgegeben ist, dann suche ich mir die Sachen raus und möchte die fürs erste Szenario auf jeden Fall auch erstmal anmalen. Wenn das dann fertig ist, da man es ja kooperativ spielen kann, möchte ich das dann natürlich dann... auch kooperativ spielen. Wenn man es gegeneinander spielt, dann findet sich bestimmt auch bei uns in der Gruppe. Es hat mir noch jemand, hat ja auch das hier bestellt, das ganze Ding, Möglichkeiten, Dungeon Saga Origins zu spielen. Wie gesagt, zuerst einmal durchsortieren, sacken lassen, dann alles bereit machen für das erste Szenario, für die erste Mission. Wenn das da ist, dann auch wirklich spielen. Gleichzeitig mir die Dungeon-Pläne anschauen, die es hier gibt. Und ja, einfach mal gucken, was brauche ich denn und habe ich dafür die passenden Druckfiles, um mir das Ganze auszudrucken, weil ich möchte natürlich gern auch noch die Dungeon-Böden alles gerne in 3D haben. Das ist ja so der große Wunsch. Ich habe ja schon Dungeon-Böden, aber bei denen weiß ich, die ich ausgedruckt habe und auch schon was angemalt, da glaube ich immer nicht, dass die hierzu passen. Und weil ich hier so nett mit euch plaudere, mache ich gerade mal dieses alte mit Pledge auch noch auf. Dann gucken wir das auch noch zusammen rein. Dann haben wir das einfach auch gemacht. Hier ist es. Das klappen wir jetzt mal auf. Oha. Hier. Mauspad Dice Tray. Spielmatte. Ablagematte für irgendwas. Was ist das? Ah, ein Dungeon Masters. Oh, das ist sogar eingebaut da hinten schon. Ja, das ist ja cool. Für euch, dass ihr es mal seht, ein Dungeon Master Screen mit allem, was man so braucht. Und da sind dann auch die Artworks, die ich euch gerade hochgehalten habe, drauf. So. Nehmen wir hier mal das Filler-Teil raus. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so Feines drin ist. Ah ja, hier ist dann, weil wir von Terrain Crate sprachen, jede Menge Schätze. Und dann Möbel, Türen und ähnliches und Folterkammerzeug und ähnliches auch nochmal drin. Also das ist jetzt hier auch noch alles drin. Das heißt,
So, Geländeaccessoires brauche ich nicht mehr ausdrucken oder kaufen. Da habe ich auch erstmal grundsätzlich mehr als genug, um loslegen zu können. Also wie gesagt, der erste Plan ist natürlich, die ersten Figuren anzumalen, dann zu spielen und parallel dazu zu gucken, was brauche ich denn an Böden? Dann habe ich da Möglichkeiten, mir diese Dungeon-Tiles so zu gestalten, dass ich das Ganze auch in 3D spielen kann. Weil da habe ich schon Bock drauf, das Ganze in 3D aufzubauen und in 3D zu spielen mit Wänden und allem drum und dran. Langzeitprojekt. Und will das natürlich dann nicht nur für Dungeon Saga nehmen, sondern auch für Rangers of the Shadow Deep kann man das dann nehmen und für andere Geschichten. Ja, das ist so der zweite Schritt jetzt heute gewesen. Ich habe mit euch mal reingeschaut. Wie gesagt, das Language Pack, da gucke ich mal rein. Also müssten alle Karten und Anleitungen und Regelbücher eigentlich alles auf Deutsch sein. Ich hoffe, die Übersetzung taugt. Und dann schauen wir weiter. Deswegen wird es jetzt erstmal die nächsten Wochen wahrscheinlich hier nicht was hiervon geben, weil es ist wohl ein bisschen was zu malen, denke ich erstmal. Und ich habe noch andere Sachen hier stehen. Aber ich bleibe dran. Und damit, jetzt werde ich mir nur schnell einen Happen zu essen geben, bevor es dann gleich in, lass mich lügen, ja, 10, 12 Minuten weitergeht mit der Arbeit. Wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr bei Dungeon Saga auch dabei seid und wie ihr das Ganze euch vorgestellt habt und plant. Und dann sehen wir uns in Bälde. Macht's gut. Ciao.